Hallo und willkommen zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Twilight Princess. 100% haben wir erreicht, könnte man sagen. Ja, ich hab sie. Ich hab sie, die 60 Geisterseelen. Übrigens, das zähle ich natürlich nicht dazu. Weil, 100% ist das für mich nicht. Man könnte natürlich alle Fische fangen, aber da hat man nichts von. Wenn man dafür was kriegen würde am Ende, dann würde ich sagen, okay. Aber man kriegt nicht mal dafür was. Wir haben alle Items. Alle Items? Nein, noch nicht ganz. Aber fast. Ein Item fehlt uns natürlich noch und das können wir uns kaufen. Wir haben 1000 Rubine. Und ich denke mal, wir laufen einfach zur Stadt, weil... Ja, es wird ja so langsam hell, sieht man da. Dann kann ich auch nach Hyrule laufen. Ja, und Vorbereitungen für die Drillhöhle machen wir auch. Also wir bereiten uns diesen Part nur auf die Drillhöhle vor. Ich werde sie wahrscheinlich auch machen. Erstmal ohne euch. Und dann so, ich glaube, nach den Stahlfoss-Rittern nehme ich weiter wieder auf. Nach den zwei Stahlfoss-Rittern. Die kennt ihr ja, die haben uns ganz schön den Marsch geblasen. Die haben uns zwar nicht besiegt, aber darauf folgenden, ja. Ich habe schon etwas, womit ich halt eine bessere Überlebenschance habe. Aber ganz ehrlich, ich brauche Tränke. Feentau brauche ich am besten. Zumindest etwas, was alle Herzen füllt. Wir können vorsichtshalber auch Flaschen mitnehmen. Denn es gibt ja ein... Es gibt ja auch Gegner, die uns ordentlich... halt... ja, die uns halt auch ein Getränk machen. So. Ja, wie ihr wisst ja, bei mir passiert das häufig, dass ich mal mit einem Satz nicht weiß, was ich sagen soll. Ach, es dauert doch noch so lang, bis es Tag wird. Okay, wir machen das mal, ich zeige euch einen Trick, wie man ganz schnell Tag machen kann. Habe ich mal so eben nebenbei rausgefunden. Leider geht es nicht umgekehrt. Ich wüsste nämlich gerne, wie man schnell Tag, Nacht machen kann. Ah, naja. Aber nee, gehen wir einfach dahin. Und da rein. Und lass uns hochschießen. Nachdem wir das gemacht haben, lassen wir uns wieder zurückschießen. Die Geister übrigens zu finden war gar nicht so leicht, aber auch nicht so schwer. So, jetzt sind wir wieder in Kumula. Warte mal. Wenn wir schon in Kumula sind, dann will ich auch hier in den Raum, wo wir nicht waren, rein. Das ist nämlich, glaube ich, ein Laden, oder? Ja. Was? Bist du etwa Heliana? Ich kenne deine Sprache ein wenig, verstehst du mich? Wenn du etwas brauchst, wähle einfach... Ja, mit so gut. Jo, wir könnten nämlich Pfeile gebrauchen. Kräftigt Herz und Herzen.
Blaues Elixier könnte man kaufen. Brauchen wir aber nicht. Und da ist Tante und ihr. Naja, du bist der Größte. Hallo, du bist der Größte. Jawohl. Das weiß ich bereits. Wofür ich die Pfeile brauche, ist klar. Für den Dungeon hinterher. Für die Drillhöhle ist schon eine Vorbereitung sozusagen. Ich will auf jeden Fall mich schon mal für die Drillhöhle ein bisschen bereit machen. So. Und tschüss. Und jetzt ist logischerweise wieder Tag. Also wenn ihr mal die Nacht hinter euch bringen wollt, könnt ihr auch nach Kumula. Aber umgekehrt geht's nicht und das ist das Problem. Gibt das Gerücht die Wüstenburg? Seht ihr? So einfach geht's. Aber ich kann mich natürlich im Wasser nicht teleportieren. Ich kann mich auch nicht teleportieren, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ja, die Stiefel anziehe. So, ich denke mal, um uns teleportieren zu können, müssen wir auf festem Boden stehen. Der wird uns sehen, deswegen noch ein bisschen weiter weg. Wir müssen uns hin machen und hier wird es wieder dunkel. Okay, dann wollen wir mal weg. Lassen wir uns warpen. Nach Hyrule. Klingt vernünftig, ne? Hyrule ist die Stadt, wo wir sowieso so viel haben. Aber bevor wir in das Schloss gehen, ist die Drillhöhle noch nicht abgeschlossen. Ich habe die Drillhöhle... schon zweimal versucht und zweimal gescheitert. Einmal wegen dem Gegenstand und einmal weil ich einfach zu schwach war, aber wir sind jetzt awesome. Wir kriegen eine Rüstung, mit der wir stärker werden, aber die uns Rubine abzwackt. Deswegen setzen wir sie nur ein, wenn der Gegner heftig ist. Also Eisenprinz. Ach ja, der ist hier auf dem Hyrule-Marktplatz. Da ist er. Nicht zu übersehen. Oh mein Gott. Kauf's dir, wenn du's willst. Weil wenn du was willst, dann kauf es dir. Herzlich willkommen im Aromarkt Hyrule-Stadt. Zahlreiche Sonnenangebote zur Neueröffnung. 20-30% Rabatt auf alles, außer auf Tiernahrung. Hauptsache schon billig. Im Aromarkt, der kleinen Preis hält. Der Freund des einfachen Volkes. Kauf was. Such's dir mit Hilfe von Steuerknüppel aus. Wow. 10 Stück, 5 Feiern. Ja. Aber das interessiert mich. Magieresource. Super. 598 Rubin. Verfügt über mysteriöse magische Kräfte. Mit dieser Rüstung gehst du sicher durch jedes Abenteuer. Ich wünschte aber wirklich, es gäbe mehrere Rüstungen für Link. Entweder als Outfit oder also damit er wenigstens ein bisschen anders aussieht. Oder halt mit besonderen Fähigkeiten. Nicht nur schwimmen oder so, sondern
womit man wirklich Angriffskraft oder so. Das sieht so geil aus. Blaues Elixier. Heil- und Erfrischungstrank. Für erschöpfte Helden. Verkaufe nur an Kunden mit eigener Flasche. Yo. Ja, Bomben brauchen wir auch. Was war das gerade? Es hörte sich an wie Mario, ohne Scheiß. Magisch-Rüstung, jeden Angriff abwehrt, solange du Rubine in magische Energie umwandelst. Umwandeln kannst. Wow, also das ist praktisch, wir können keinen Schaden kriegen, oder? Will ich nicht testen. Jetzt müssen wir dem noch die Geisterseelen wiedergeben. Bin ich mal gespannt, was wir bekommen. Moment, oh, wir haben 267 Rubine. Ich habe das Gefühl, der gibt uns so viele Rubine, wie wir tragen können. Falls nicht, bin ich am Arsch. Ich lasse mal alle Feen frei. Ich guck mal kurz nach, ob man Feentau kaufen kann. Das dauert nicht lang. Wartet. Nachgucken. Denn ich will nicht unbedingt blauen Trank. Ja, benutzt. Jetzt habe ich wieder sowas ähnliches und ich will wissen, wie gut der blaue Elixier. Das blaue Elixier heilt alle Herzen, oder? Nämlich Magie haben wir nicht. Also muss blaues Elixier schon. Sobald. Ja. Kann man zumindest nicht kaufen. Der hört sich so ein bisschen an wie Mario. Bomben 51. Kaufe ich mir doch gleich nochmal Bomben. Ja, komm. Hallo und willkommen zu einem weiteren... Ach, zu einem weiteren Part wollte ich sagen. Nee, sorry, ich habe ja die Aufnahme letztens abbrechen müssen, weil meine Verlobte kam und... Tja, dann geht das Aufnehmen weiter schlecht. So, als nächstes wollen wir mal eben schnell... haben wir uns eigentlich schon vorbereitet? Wir haben nur Feen, oder? Ach nee, blaue Tränke haben wir. Reichen denn blaue Tränke? Ich guck mal eben, was die blauen Tränke so machen.
Was? Nee, wir haben keine blauen Tränke. Okay. So viel dazu. Blauer Trank heilt uns nämlich, glaub, komplett. Steht denn da, was das macht? Ist irgendwie ein Knopf, womit man sehen kann, was das kann. Kaufen wir die blauen Tränke oder lassen es sein? Ist ja eigentlich die einzigste Chance. Wir haben nur 222 Rubin. Ja. Kostet zum Glück. Nur 500 dann. Ach, 500. 200. Sorry, ich habe auf die 50 geschaut, deswegen. Was? Nochmal. Kaufe ich. Du erhältst ein blaues Exil, lege es auf B und nutze es, um alle Herzen wieder aufzufüllen. Was? Also dieses Produkt verkauft nur an Kunden, die über eine. Ach ja, stimmt. Ich habe zwar 4 Flaschen, aber nur 3 leere gehabt. Was ist das für einer? Verkauf mir auch was! Ja, wer Geld hat, der wird auch was bekommen, meine Liebe. Ich kriege auf jeden Fall Rabatte. Und deswegen in dem Laden einkaufen ist besser. So, ich werde, nachdem ich den Typen da übrigens seine letzten... Moment mal, ich glaube... Ach stimmt, der gibt mir so viel Geld, wie ich nur ausgebe. Nein! Fühlen! Er gibt mir so viel Geld, wie ich tragen kann. Das heißt... Es wird... belohnt. Bam! Boah, der ist ja gar nicht mal so fett. Geschafft! Sieh dir das nur an! Das ist meine wahre Gestalt! Jetzt kann ich das Leben auch wieder in der richtigen Farbe genießen. Nun, irgendwie muss ich mich wohl erkenntlich zeigen, ob ich dir hiermit vielleicht eine Freude machen kann. Ein silberner Rubin. So einer ist so eine Rubine wert. So, jetzt aber in alter Pracht muss ich mich sofort meiner Freundin zeigen. Ist das jetzt dein Ernst? Ist das dein Ernst? Wegen 200 popligen Rubinen habe ich jetzt... 200. Ich dachte, von dir kriege ich so viele, wie ich will. Arschloch. Für dich mache ich nie wieder was. Was für ein Arsch. Oh, die Katze. Tja, aber ich wappe mich jetzt und wage mich da dran. Wenn ich es nicht schaffen sollte, trotz der vielen Tränke, dann lade ich den Spielstand, weil ich will die Tränke nicht nochmal kaufen. Aber jetzt checken wir erstmal die Pfeile und so. Haben wir genug Pfeile? 58 reicht. Bomben 60 reicht. Ich versuche so viel wie möglich mit dem Schwert, aber wenn man sieht, dass das diese Mumien sind, die kreischen, dann auf jeden Fall gute Nachsicht. Ich gehe da als Mensch rein. Es wird nicht lange dauern, bis ich wieder 40 Levels oder so gemacht habe. Auf jeden Fall bis nachher.
Oder